Immer weniger Fachkräfte zieht es nach Deutschland. Das geht aus einer Studie hervor. Nach einer Auswertung der Bertelsmann Stiftung ist die Bundesrepublik unter den 38 Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, demnach seit 2019 beim Ansehen von Platz 12 auf Platz 15 zurückgefallen. Bewertet wurden dazu in einem Index die Rahmenbedingungen, die für qualifizierte Migrantinnen und Migranten attraktiv sind. Die Bedingungen in Deutschland haben sich laut der Studie zwar seit der letzten Auswertung im Jahr 2019 nicht verschlechtert, andere Länder hätten jedoch zugelegt und damit Deutschland in der Rangliste überholt. Für Unternehmerinnen und Unternehmer beispielsweise liegen Schweden, die Schweiz, Kanada, Norwegen und Neuseeland ganz vorne. Hier ist Deutschland vom 6. auf den 13. Platz abgerutscht. Hauptärgernis sei die schleppende Digitalisierung. Und anders als andere Länder fordere Deutschland ein Mindestkapital. Außerdem sei die Akzeptanz von Migrantinnen und Migranten geringer ausgeprägt.